Hey Leute, herzlich willkommen zum fünften Let's Show Eden. Wir sind wieder hier auf meiner Welt, beim Friedhof. Und ja, ich möchte euch die Welt Eden noch ein bisschen mehr zeigen. Also hier ist erstmal so ein kleines Haus. Ist jetzt nicht so spannend. Das weiße Haus hier, das kennen wir ja schon. Hier ist noch ein Haus. Hier habe ich so ein bisschen Glas und noch so einen Schrank oder sowas reingebaut. Und normalerweise können wir hier. Nee, ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite das war, wo man hier aufs Dach klettern konnte. Ah, hier gibt es eine Leiter. Und hier können wir auch aufs Dach. Jetzt können wir zu unserem Turm hier gehen. Hier war nochmal das Haus. Jetzt gehen wir die Leiter hier hoch. Ach Mist. Jetzt bin ich hier runtergeflogen. Und ja, von hier haben wir eine gute Aussicht auf die Welt. Da ist mein Fußballstadion. Da ist mein Wolkenkratzer. Habe ich jetzt auch so einen grünen Zeugs hier gebaut. Er geht so hoch, wie es geht. Steht jetzt nichts drin. Und ja, der Turm hier geht auch so hoch, wie es geht. Und da kann man eben auch drauf gehen, bis nach oben. Und was ich hier noch habe. Ne, ja, hier ist eben das Haus, kann man eben hoch. Ich muss jetzt mal überlegen. Oder, ach ja, jetzt weiß ich wieder, wo das war. Wenn man hier. Oder? Nee. Ich überlege gerade, wo, wie man da denn hinkommt. Ah. Hier kann man raus. Und hier war meine Leiter. Hier ist noch so ein Haus, was ich gebaut habe, also schwarzen Ziegelstein, das hat eigentlich ein Kumpel von mir gebaut. Und ja, das ist das Haus. Das habe ich vor dem Stadion gebaut, deswegen sieht das hier jetzt ein bisschen komisch aus. Und wenn man hier lang geht und dann hier runter, kommt man dann in meine unterirdischen Gänge. Aber die zeige ich euch beim nächsten Mal nochmal. Also, wir müssen hier jetzt wieder raus. Und ja, ich zeige euch jetzt mal weiter die Welt. Ihr seht, ich habe hier so eine Stadtmauer um die ganze Welt rum gebaut. Also, diese rote Mauer geht um die ganze Welt rum. Und auf der anderen Seite ist noch ein neuer Stadtteil. Was da drin ist, das erkläre ich euch noch. Und hier ist eine Disco. Und das ist ziemlich lustig. Diesen Trampolin habe ich das gebaut. Habe ich hier angemalt. Dam, dum, 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 dum. Das ist eine Disco. Kann man richtig Party machen. Nur jetzt muss ich hier wieder rauskommen und hoffentlich die Tür erwischen. Ah, jetzt bin ich draußen. Da hinten sieht man mein Stadion. Hier unten sind noch unterirdische Höhlen. Da ist eine Pyramide. Da sind auch Höhlen drunter. Aber die Höhlen, wie gesagt, die zeige ich euch beim nächsten Video. Hier ist noch irgend so ein Haus aus Glas mit Trampolin hier. Und hier geht's wieder in die unterirdischen Höhlen. Und hier ist die Stadtmauer auch bewacht zwischen mit zwei solchen Türmen, finde ich richtig cool aus. Also hier kann man dann eben in den anderen Stadtteil reingehen. Und wenn man hier reingeht, gibt es eben auch so einen Weg aus Blättern hier. Und da geht man eben in diesen Turm rein. Gehen jetzt die Treppe hoch.
Hier ist es eben nochmal aus Glas. Hier hat man einen Überblick über die ganze Welt. Und es sind eigentlich zwei Türme auf jeder Seite, also insgesamt vier meine ich. Und also das hier ist ein Turm. Und auf der anderen Seite von der Stadtmauer ist hier noch ein Turm. Die sind hier oben verbunden. Können jetzt hier hochgehen. Und wir können auch hier rüber gehen. Da ist eben der andere Turm. Da kommt man von der anderen Seite eben hoch. Und das möchte ich euch nochmal zeigen. Hier kann man auch in den anderen Turm gehen. Hier geht es auch wieder runter. Und hier geht es auf der anderen Seite wieder runter. Und wir gehen jetzt hier erstmal wieder hoch. Da baue ich zurzeit eine riesige Villa. Zeige ich euch dann später nochmal. Oder? Theoretisch könnte ich jetzt auch mal hier in die Welt reinspringen. Ihr seht, hier kommt man wieder zum Turm. Hier sind diese Blättergänge hier. Wir sind jetzt hier gerade im anderen Stadtteil. Wir können hier reingehen. Das ist hier noch ein Garten mit einem Schwimmbad, so ein Freibad und alles werden. Und hier ist schon ein bisschen so ein Garten. Und daneben so ein paar Blumen. Und da eben ein paar Bäume. Und ja, das ist jetzt vom Garten. Wir gehen jetzt mal hier rein. Da ist so eine Art Flur, hier kann man eine Treppe hochgehen. Und hier kann man in die Küche reingehen, so sieht die aus. Hier soll irgendwie Kühlschrank, irgendwelche Küchensachen sein. Waschbecken mit dem Fenster auch noch. Das hier soll eigentlich eine Toilette sein, ich weiß. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal. Das hier ist so ein Essensraum. Hier in der Mitte ein Tisch, hier sind eben Bänke drumherum. Hier kann man rausgucken. Gehen wir ins Wohnzimmer und das hier soll irgend so ein Tisch sein, wo man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas spielen kann. Schach oder so. Das hier soll eigentlich noch so ein Computer sein. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Da sind Lautsprecherboxen, das hier ist ein Fernseher. Und das hier ist ein Sofa, kann man hier hinsetzen, Fernseh glotzen, irgendeinen coolen Film. Und jetzt gibt es hier noch das Zimmer, das ist noch so eine Bank. Und hier ist ein Fahrstuhl bis nach oben. Ja, hier geht es anscheinend doch nicht weiter. Und dann ist hier noch unser Schwimmbad. Also hier ist ein großes Becken. Hui, Plansch. Hier geht es in den nächsten Raum. Hier ist auch noch ein Becken. Ein tiefes. Und hier sind dann Springtürme. Das hier ist so ein 1-Meter-Turm. Boom. Das hier ist ein 3 Meter Turm, oder vielleicht war das auch ein 3 Meter Turm, das hier ein 5 Meter und hui. Und wir sind auf der Kante gelandet. Wäre das jetzt das echte Leben, dann wäre das schmerzhaft ausgegangen. Aber ist es ja zum Glück nicht. Das hier soll so ein 10 Meter Turm oder sowas sein. Kann so springen und ho! Und wieder auf der Kante gelandet. Also vom 10 Meter Turm auf der Kante landen. Das ist schon ein bisschen gefährlich, aber egal. Und ja, das war es jetzt mit dem ersten Stockwerk. Wir gehen ins zweite Stockwerk. Das hier ist eben so ein kleiner Raum. Hier kann man aus dem Fenster gucken. Und das hier, soll ich mal sagen, ist mein Zimmer. Das hier sollen ein paar Regale sein. Hier wieder ein Sofa mit einem Fernseher. Da sind noch Lautsprecher. Das hier soll irgendeine Konsole, PS3 oder sowas sein. Da sind auch noch Lautsprecher. Das hier ist noch ein Schreibtisch. Steht ein Computer drauf. Ich kann aus dem Fenster gucken. Hier ist ein Bett zum Pennen. Und hier ist nochmal ein Schreibtisch. Und hier ist das Badezimmer. Das Ding hier soll eine Dusche sein. Das hier soll irgendwie ein Waschbecken sein. Und das hier ein Spiegel. Hier ist jetzt wieder nochmal die Toilette, ein blau angemaltes Trampolin und ein bisschen Glas, ein bisschen komisch, aber naja. Und hier sind dann noch ein paar Räume, hier kann man pennen, hier steht nur ein Bett drin, den anderen auch nur und auch im Fenster, mehr ist hier eigentlich nicht. Und hier ist auch nochmal das Wohnzimmer, das hier soll ein Kamin sein.
Da ist eben auch Lava drin. Das hier soll irgendwie noch so eine Fernsehecke sein. Hier, das ist noch ein bisschen so ein Regal. Das ist auch noch ein Regal. Und hier ist auch so nochmal so ein Esstisch. Hier ist der Tisch, hier sind die Bänke drumherum und noch viele Fenster. Hier ist nochmal so ein Fernseher mit Regal drumherum und ein Sofa. Und hier ist wieder der Fahrstuhl. Und hier kann man noch in so ein Büro gehen. Hier sind überall Regale. Hier kann sich so ein Typ hinsetzen. Und hier kann man sich dann hinsetzen. Auf den Stuhl hier. Hier steht noch ein Computer. Und nein, wir wollen jetzt nicht das Regal hochklettern. Die Batterie ist hier fast schon alle. Ich habe die Helligkeit total hochgeschraubt. Also 10 Minuten spielen und der Akku ist fast alle. Naja. Und wir gehen hier die Treppe hoch und hier im nächsten Stockwerk. Und hier ist eben noch so ein Teppich, hier ist ein Kamin. Hier ist ein Zimmer mit zwei Betten. Und hier ist ein Fahrstuhl. Und hier nochmal ein Büro. Ja. Hier ist noch ein Zimmer mit Betten, hier auch ein Zimmer mit Betten. Und hier sind auch noch drei Betten, also ziemlich viele Betten. Und hier ist auch noch ein Bett, hier sind zwei Betten. Hier wollte ich eigentlich hier einen Balkon machen, das sah dann aber von unten nicht so cool aus, deswegen habe ich das gelassen. Hier sind dann noch zwei Betten. Und wir können jetzt mal den Fahrstuhl betätigen. Ihr habt gesehen, da hinten war noch eine Treppe. Wir gehen mal ins nächste Stockwerk. Und ja, hier sehen wir noch ein Bett. Hier sind so ein paar Regale, ist noch sowas. Hier ist ein Fernseher. Hier geht man wieder in das Zimmer hier. Hier ist ein Regal, hier sind zwei Betten. Hier sind zwei Betten und wieder ein Regal. Ja, das wird noch hier. Hier ging es eben. Von hier konnte man eben hochgehen. Und hier ist noch ein Zimmer mit einem Bett und einem Regal. Hier ist ein Kamin. Jetzt kann man hier weitergehen. Hier sind noch zwei Betten. Hier sind drei Betten. Jetzt kann man durch diese Tür wieder hier reingehen. Das habe ich euch ja gezeigt gerade. Und hier ist noch ein Zimmer mit zwei Betten. Hier sind sogar drei Betten. Und hier ist wieder ein Bett. Und sogar ein großes hier. Und das Zimmer hier, da muss ich noch was reinbauen. Hier bin ich zurzeit, hier habe ich noch nicht weiter gebaut. Das, wenn die Villa fertig ist, kommt vielleicht irgendwann mal nochmal ein Let's Show. Und hier ist eben das Dach. Hier kann man irgendwie so rumspringen. Und jetzt zeige ich euch hier noch was in meiner Welt. Ja, hier kann man wieder hier aus dem Turm gehen. Und das ist so ein Aussichtsturm. Hier kann man entweder mit so durch die Treppen hochgehen oder man nimmt den Fahrstuhl. Wir fahren jetzt einmal bis nach oben und warten. So, jetzt sind wir hier oben. Oder auch sind wir wieder runtergeflogen. Dann müssen wir eben wieder hochgehen. Hier sieht man eben den Fahrstuhl. Hier war leider nicht genug Platz, um da noch so Glas dahinter zu machen. Kann man eben Ausblick auf die ganze Welt schaffen. Und hier kann man noch aufs Dach und sich die ganze Welt angucken. Ihr seht, hier ist überall diese Stadtmauer. Da hinten ist mein Stadion. Da hinten der Wolkenkratzer und alles. Da sind die Türme, da hinten sieht man meine Villa. Und das da ist ein Schwimmbad, das erkunden wir nächstes Mal noch. Und ich habe hier auch U-Bahnen gebaut auf dieser Welt. Und da ist noch ein Haus. Und ja, das Schwimmbad, das Haus da hinten. Und ja, die Höhlen und die U-Bahn, das erkunden wir in meinem letzten Let's Show. Was vielleicht heute Abend oder morgen nochmal kommen will. Und wir sind vom riesigen Aussichtsturm runtergeflogen und nicht gestorben. Ist ja cool. Naja, egal.
Das war's jetzt mit dem Video. Wie gesagt, der Rest zeige ich euch im nächsten Let's Show. Und morgen beginnen wir bestimmt schon mit den Let's Plays. Ciao, Leute.